das denn? Der Mutti! Dazu! Mit der Jackson, Alter! Was sagst du dazu? Jackson, was sagst du denn? Nochmal die 20? Meter 24. Hey, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Angelgypsies. Richtig, Leute. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder am Wasser. Diesmal nicht mit dem Dicken, nicht mit El Gypsus, sondern ich bin mit meinem guten alten Kumpel Timo am Start. Ja, auf was angeln wir? Auf was geht's heute? Können wir euch ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Wir haben gerade zwei mit Köderfisch draußen und zwei haben auf Karpfen. Wir gucken einfach mal, was beißt, was so geht und ja, vielleicht machen wir die Köderfischrouten nachher noch auf Karpfen auch mit oder hängen mal Wurm dran oder Mais irgendwie. Wir gucken einfach mal, Hauptsache es zuppelt irgendwas. Genau, die Routen sind jetzt auf jeden Fall schon draußen alles, wir haben schon alles aufgebaut. Wir sitzen hier schön in der Sonne, heute ist schön sonnig und chillen ein bisschen. Jo, und dann würde ich einfach mal sagen, gucken wir mal, ob hier was geht. Und wenn was geht, seid ihr auf jeden Fall mit am Start. In diesem Sinne, bis denn, Leute. Ich zeige euch meine Montage schnell. Ihr wisst, ihr kennt sie eigentlich alles schon. Aber wer es noch nicht kennt, für den zeige ich es nochmal. Wir angeln hier standardmäßig ein bisschen auf Karpfen. Es ist ein relativ flaches Gewässer. Bisschen schlammig. Und ja, da fischen wir einfach ganz normal Helirig. Ihr seht es hier, tschuck. Haut das Blei in den Schlamm rein im besten Falle. Und ja, der Rest bleibt so ein bisschen oben drauf liegen. Und dann einfach hier in dem Fall mit dem Runirig. Und einen gelben Poppy. Ja, das war's schon zum Vorfach. Und ja, füttern tun wir hier so einen Mix aus Grundfutter und Boilies und Dosenmais. Also wirklich hier, ihr seht's, ein bisschen schlecht, aber ihr seht's, nichts Besonderes. Und ja, das füttern wir ein bisschen mit der Spomb, gegebenenfalls mit der Hand. Machen wir ein paar Ballen und klatschen die mit raus. Wir angeln jetzt hier. Zwei Routen angeln wir weit draußen, der fütter ich mit der Spomb und jetzt die werden wir bestimmt ein bisschen kürzer machen. Die werde ich mit der Hand füttern, denke ich mal. Ja, so ist erstmal der Plan auf jeden Fall. Und ja, würde ich mal sagen, die Route hauen wir jetzt erstmal raus. Noch fix. Und ja, gucken wir mal, ob wir hier nochmal ein Karpfchen fangen. So Leute, es ist soweit. Wir haben den ersten Karpfen im Drill. Ich habe Timo schon die Route übergeben und er legt jetzt los mit Drillen. Auf die Montage, die ich euch vor uns gezeigt habe, da sind ein paar Karpfen draußen gesprungen, da habe ich einfach mal hingeschnattert, richtig rausgebulkst. Da lief es jetzt ab, die Route. Sauber. Ja, macht schön mit. Ah, du drillst gut, Timo. Yes, Mann. Fühlt sich gut an? Eher nicht, eher ein kleiner. Denkst du? Na, ich bin gespannt. So Leute, wir sehen uns, wenn er hier in Reichweite ist. Yes, Mann. So Timo, so langsam kommt er in Reichweite hier, der Kollege. Er scheint gar nicht ganz so schlecht zu sein. Ja, mal sehen, ich bin gespannt. Ich kann es nicht einschätzen, ich habe die Route nicht in der Hand, aber bis jetzt... Ja, der hat schon Bock. Sieht ganz gut aus. Schön aus. Mhm. So, und jetzt holen wir ran den Kameraden hier. Mach Bremse mal ein bisschen zu.
Wasser drin. Top. Ja, geht schon. Schöner Fischel. Aber Altweibersommer ist doch zum Kotzen. Ja, Alter, alles voll Spinnenweben hier. Wahnsinn. Timo, Petri. Klasse. Sauber. Hast du eine Parkmatte hier? Jo, alles schon bereit. Wir sehen uns auf der Matte. So Leute, da Timo nicht kann, der kann nicht hocken. Der hat einen Verkehrsunfall, einen schweren, der läuft nur an Krücken. Und bei dem ist ein bisschen schwieriger mit hinhocken. Ja, Timo hat gedrillt, ich präsentiere euch mal. Und ja, schöner Fisch auf jeden Fall. Oh ja, so. Ja, so ein bisschen wilde. Aber, wird schon noch. Da ist er, Leute, ihr seht ihn. Schöner Spiegler. Schönes Ding, 7 Kilo vielleicht. Einmal frei. Bei dem schönen Wetter, da kommt doch Freude auf. Würde ich mal sagen. Ja. Sehr geiler Fisch. Timo hat gut gedrillt. Hing auch super klasse, der Fisch. Also Runirig wirklich, das nählt oft, das greift auch wirklich sehr gut. Und ja. Single Hook einfach raus, wo die Fische gesprungen sind und die Route ist jetzt abgelaufen nach einer halben Stunde oder so. Na. Top auf jeden Fall. Freut uns sehr. Richtig geil, war Timo? Lief richtig gut. Ja. Mega, den Fisch verarzten wir jetzt auf jeden Fall erstmal schnell. Yes! Und dann ja, sehen wir mal weiter, ob vielleicht noch einer geht. Auf jeden Fall geil. Fische sind aktiv, ein paar springen auch immer mal. Und ja, dann nehmen wir die eine Route jetzt zum Suchen und füttern die lieber nicht ufernah. Vielleicht bringt das mehr Punkte. Wie gesagt, die anderen zwei, die haben wir auf dem Futterplatz liegen, auf einem kleinen. Und mal gucken, vielleicht bringen die dann ja auch noch Fisch. Mal sehen. Sonne ballert auf jeden Fall ordentlich. Ja, kann man nicht anders sagen. So, den Fisch verarzt sich jetzt schnell und dann geht's weiter. Yes. Oh ja, die andere Route. Scheiße, warte, die muss ich nehmen. Alter Schwede, jetzt wird das mal stressig hier. So, ja, klick. So Leute, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen. Timo, der steht da. Der drillt auch gerade noch einen. Ich auch noch einen im Drill hier. Schönen Doppellauf gehabt. Ich glaube, Timo seiner ist ein bisschen besser. Meiner ist, glaube ich, normaler Fisch. Oh, geil. Läuft, Alter. Die ganze Zeit nicht, außer der eine jetzt. Und jetzt ging es direkt. 10 Minuten später. Ja, aber 10 Minuten nach dem Fisch. Und direkt zwei abgeschnattert. Mach langsam. So Leute, ich habe meinen gekeschert. Ist bloß ein Satzkarpfen, aber egal. Richtig krank und Timo dreht noch, der hat schon wieder einen dickeren, glaube ich. Ey, jetzt läuft's. Und schau da, Alter. Da haben wir einen Top. Sauber. Timo. Alter Schwede, das ist eine Hitze. Jetzt ziehen wir einen Pulli aus, Junge. Ja, mach ich gleich. Alles gut. Passt. Erstmal verarzten, dann sind wir weiter. Petri. Petri, danke. So Leute, wie vor uns. Wie gesagt, Timo kann nicht. Wegen seinem Bein. Hier ist schon mal der Fisch von Timo. Wieder ein schöner Spiegler. Wieder so 7 Kilo Kategorie, denke ich mal. Bisschen dicker. Oh, saugeil, schön gedrillt. Schön guten Drill geliefert auf jeden Fall. Boah, es ist so warm. Ah, die Fische laufen, geil. Guckt ihn euch an, ey, makellos. Geiles Ding. So, den verarzten wir jetzt schnell und ja, dann zeige ich euch fix den anderen noch. So Leute, jetzt habe ich hier einen zweiten und ja, den zeige ich euch mal. Andere nehmen es als Köderfische. Nee, Spaß, aber hier ist er. Schöner Gummern. Ja,
guckt mir euch an hier. Schöner Einhänder. Nee, Topfisch. Topfisch auf jeden Fall, war jetzt der erste auf dem Futterplatz. Der Dicke kam wieder auf Single Hookbait. Also was heißt der Dicke, aber der Dickere. Und ja, bis jetzt 2-1 für Single Hookbait. Fische wieder angeworfen und rums ist wieder abgelaufen. Tipptopp. So muss es sein. Fahrt's mal auch schnell und dann geht's weiter. Leute, die schnattert komplett ab hier. Timo, komm mal an, du bist dran, Junge. So Leute, schön Rosenhocke und dann hochliften, die Fritte. Hier ist er, bisschen kleiner als die anderen, oder zumindest die anderen meisten. Vielleicht so 5-6 Kilo Kategorie. Trotzdem schöner Fisch. Guckt euch an, richtig geil. Im Herbst laufen die nochmal richtig rund. Mega. So muss es sein. Schöne Tagessession. 6. Fisch bis jetzt. Geil. So kann's laufen. Petri, Timo, super gedrillt. Petri, dank Pune. Nice. So, den verarzten wir jetzt fix. Und dann gucken wir mal, dass wir die Rute raushauen nochmal. Guck mal, der hat doch ein Loch hier im Kiemendeckel. Guck mal. Stimmt. Machen wir so ein bisschen ran. Seht ihr's, Leute? Ja, ist was Besonderes. Den erkennt man schon wieder. Cool. Schick, schick, ey. Na super. So Leute, wir sind am Ende angelangt, wir sind durch für heute. Wir werden jetzt einpacken. Wir haben es jetzt so gegen 4. Und jetzt seit um 9 hier. Konnten 6 Karpfen fangen. Auf jeden Fall eine stabile Nummer für die paar Stunden. Ihr habt die Fische gesehen, außer einen. Den haben wir halt direkt verarztet, sage ich es mal so. Und ja. Für die paar Stunden war es auf jeden Fall mega top, oder Timo? Ich bin hochzufrieden, klar. Ich denke auch, kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Und ja, wir werden jetzt in Ruhe einpacken. Und ja, nach Hause fahren. Vielleicht noch eine Fanta trinken. Ja, das soll es gewesen sein. Ihr habt es gesehen. Fahrt raus. Genießt die letzten warmen Tage, beziehungsweise wenn mal die Sonne scheint. Der Herbst ist sehr fischreich, ihr wisst selber, da drehen nochmal alle Fischarten richtig auf. Und ja, checkt auf jeden Fall mal die anderen Videos ab, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß, geht raus ans Wasser und fangt dicke Fische. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Sonne blendet wie Sau, von daher sage ich Ahoi und bis deine Antenne, eure Angel-Gypsies.